Heute ist der Tag des Gekkabor Community Days. Es geht los um 15 Uhr und zwar bis 18 Uhr, 3 Stunden lang. Erstmalig zu dieser Zeit. Niantic hat eine neue Box hinzugefügt für dieses Event. Darauf werde ich eingehen und ein wenig auf den Bonus. Lohnt sich das eigentlich? Eidistanz auf ein Viertel reduziert, hört sich nett an, aber ist das wirklich nett oder vielleicht nur eine Mogelpackung? Genau, und noch ein paar Tipps und Tricks am Wege. Dreistündige Lockmodule, Eidistanz auf ein Viertel reduziert, Reptilien, die zu Gewaldro in diesen 3 Stunden plus eine Stunde danach, also bis 19 Uhr, entwickelt werden, erhalten die besondere Attacke. Flora-Statue, Achtung! Ich weiß nicht, ob der Bug noch immer existiert. Ich habe von Leuten gehört, beim vorherigen Event war der noch da. Bei wem die rote Meldung oben auftaucht, GPS-Signal nicht gefunden, der bekommt bei der Entwicklung die Attacke nicht. Also vielleicht nicht unbedingt in einer Tiefgarage entwickeln. So, dann wird es außerdem, vermutlich, das wird nicht angekündigt, bei jedem Pokéstop eine Feldforschung geben. Fange XY, höchstwahrscheinlich 3 Gekkabor. Dann bekommt man Bären, Sternenstaub, Bälle, je nachdem, irgendwas davon. Und wer zuvor schon Feldforschungen an einem Stop erledigt hat, kann die danach nicht mehr machen zum Eventzeitraum. Und wenn man immer nur in einem Nest bleibt, gehen einem vielleicht nach einer Stunde schon die Forschungen aus. Aber ist ja auch nicht weiter tragisch. Ich finde es jedoch ganz nett für Bälle und Bären immer rumzulaufen und neue Forschungen zu holen. Das Shiny existiert. In Neuseeland hat das Event schon stattgefunden und da habe ich Bilder gesehen. Und die Shiny-Chance dürfte im Eventzeitraum so wie immer sein, in etwa 1 zu 25, also relativ hoch. Normalerweise 1 zu 450. Und die Fangchance ist ebenfalls wie immer bei einem Community Day ein bisschen erhöht, weil besonders die Starter, die sind ansonsten sehr nervig zu fangen. Gut, ich will zuvor noch auf dieses Community Day Lucky Egg eingehen. Was haben wir eingeführt? Ein Glücksei, erste halbe Stunde, einmal im Monat bei einem Community Day, dass auch Free-to-Play-Spieler Freunde leveln können. Und Achtung, das will ich nochmal betonen, nur mit Freunden, zu welchen man ansonsten keinen Kontakt hat. Das Freundschaftslevel auf Superfreund gibt 10.000 DP, auf Hyperfreund 50.000 und auf bester Freund 100.000. Mit Glück sei immer das Doppelte, 20, 100, 200.000, was schon enorm ist. Vor allem bester Freund sollte man dringendst mit hier Glück sei machen und Hyperfreund ebenfalls. Und weil eben jeder, ich bin mir sicher, jeder hat irgendwo einen Freund mal aufgegabelt, bei einem Raid oder auf Urlaub oder ich zum Beispiel in Deutschland, einige Leute so, zu welchen ich keinen Kontakt habe. Telegram, WhatsApp, was auch immer. Und man sollte sich schon absprechen, dass beide ein Glücksei drin haben. Das wäre gut. Und zu den Leuten, wo man keinen Kontakt hat, da macht man die Geschenke auf einmal im Monat im Community Day in der ersten halben Stunde, also in diesem Fall von 15 bis 15:30 Uhr. Manche sagen mir immer, boah, da ist ja schon die halbe Eventzeit vom Community Day weg. Naja, also so 10 Geschenke aufmachen sollte keine halbe Stunde, Stunde dauern, dass da zu viel Zeit vergeudet ist. Und selbst wenn, dann muss man das in Kauf nehmen, dass man ansonsten dann hier 200.000 DP obendrauf hat für einen Freund oder eben 100.000 extra durch das Glücksei. Aber, und bitte bedenken, wenn man jemanden hat, der kurz vor dem Level ist, den man sowieso beim Raiden mal trifft, einmal die Woche mindestens, oder den man auf Telegram, WhatsApp anschreiben könnte, Facebook, dann nicht in dieser Zeit leveln. Dann kann man sie auch beim nächsten Raid machen, wenn man sich sowieso wieder gemeinsam sieht. Also, das will ich nur nochmal dazu sagen. Das ist dafür da, dass man mit Freunden leveln kann, zu welchen man keinen Kontakt hätte. Ansonsten kann man die natürlich fragen, hey, willst du gleich in der ersten halben Stunde vom Event? Weil da läuft mein Glücksei und ich habe nicht so viele und genau. Aber das mal dazu wollte ich nur nochmal erwähnen und unterstreichen. Gestern gegen Mitternacht hat Niantic eine neue Community Day Box veröffentlicht. Und da habe ich schon gehört mit den Leuten, wo ich gerade unterwegs war, ein paar Lunastein fangen. Geniale Box, werde ich kaufen. Vor allem einer, der brütet gerne Eier aus. Es sind hier drin 30 Hyperbälle, 2 Superbrutmaschinen, 3 normale Brutmaschinen, ein Lockmodul für 480 Münzen. Man kann sich die Box also dreimal kaufen. Ist 40 Coins günstiger als einmal die Hyperbox oder die Abenteuerbox. Und diese Eventbox ist relativ ähnlich zur Abenteuerbox. Man bekommt, wenn man jetzt mal Super und normale Brutmaschine weglässt, sondern die nur als Brutmaschinen ansieht allgemein, bekommt man eine Brutmaschine mehr, gleich viele Lockmodule,
4 Glückseier weniger, dafür 90 Hyperbälle gratis. Also gratis nicht. Die 90 Hyperbälle sind getauscht gegen 4 Glückseier, kann man sagen. Und eine Brutmaschine obendrauf, 40 Coins günstiger. Und der Vorteil ist eben, man muss nicht direkt 1480 Coins ausgeben, sondern kann sich auch nur eine Box kaufen. Und die finde ich wirklich, normalerweise ziehe ich über diese Boxen her, die Community Day Boxen, weil die echt schlecht sind. Das dürfte eine der wenigen sein, die mal nicht schlecht ist. Aber lasst euch nicht täuschen von diesem Bonus, Eidistanz auf ein Viertel reduziert. Ich habe das schon immer gesagt und ich sage das auch jetzt wieder. Das ist der schlechteste Bonus, den man haben kann von allen, die möglich sind. Und ich finde ihn sogar eigentlich unnötig, außer, Sternchen, man brütet in seinem gesamten Leben immer 9 Eier parallel aus und macht nie Pause. Und, beziehungsweise oder, es würde gerade ein Event laufen für Eier, zum Beispiel mehr Sternenstaub oder Bonbons. Aber es gibt momentan keinen Schlüpfmarathon oder was auch immer. Beim vorherigen Mal, als dieser Bonus war, Eidistanz reduziert, da war der Schlüpfmarathon. Da habe ich auch gebrütet wie ein Verrückter, weil da hat sich's richtig gelohnt, dass man viele Eier noch im Event-Zeitraum ausbrütet von diesem Marathon eben. Aber jetzt, überlegt nur mal. Klar, es hört sich nett an, oh, ich kaufe jetzt die Boxen und brüte immer 9 Eier parallel aus und dann auf ein Viertel sogar reduziert, wie genial ist das denn? So, dann ist das Event zu Ende und ihr macht wieder nur mit der unendlichen Brutmaschine weiter. Dann ist der ganze Vorsprung, den man sich durch die reduzierte Distanz reingespielt hat, der wird wieder weniger und weniger und irgendwann ist man an dem Punkt, wo man so viel gelaufen ist, dass diese Ein-Viertel-Reduzierung mega unnötig war. Einfach unnötig war. Nur eine Sache wäre vielleicht noch, man könnte das mit einem Sternenstück besser machen. Also man hat ein Sternenstück am Laufen und kann dann in dieser Zeit ganz viel ausbrüten. Aber ich will euch nur sagen, da kommen ganz viele 2-Kilometer-Eier rein. Die alle mit einer Superbrutmaschine? Muss man auch überlegen, weil ansonsten, das was ich gesagt habe, 9 Eier parallel und dann Sternenstück. Natürlich nicht für 2 Eier, da muss man dann immer ein paar Tage rumlaufen und sich 5er und 10er Eier vorbereiten. Aber genau, ich will gar nicht zu lange auf diesem Thema rumreiten, ich will nur sagen, das was ich schon immer gesagt habe, auch Superbrutmaschinen und normale. Ich habe damals nie 50 Coins mehr ausgegeben für die Superbrutmaschinen. Nur wenn sie in den Boxen waren und es nur die gab, aber dieser Vorteil, der lohnt sich nur in einem Event oder wenn man immer nur 9 Eier ausbrütet. Ich kenne ein paar Leute, die immer 9 Brutmaschinen aktiv haben, aber das ist definitiv nicht die Mehrheit. Also lohnt sich dieser Bonus nur für wenige Leute. Bitte das bedenken. Es wirkt echt verlockend, ist aber in Wahrheit gar nicht so gut. Kumpeldistanz reduziert, sowas noch obendrauf. Dann kann man mit mir sprechen. Aber ansonsten, ich werde hier definitiv nichts ausbrüten. Da muss ich immer die Pokémon bewerten und dann, man will ja auch fangen. Ja, ich kenne zum Beispiel Leute, die brüten null aus in dieser Zeit. Null, nada, niente, weil sie das nervt und vom effizienten Gekkabor-Fangen abhält. Aber eine Sache noch als Tipp am Ende. Angenommen, man würde eine Minute vor Eventende die ganzen Eier noch in die Brutmaschine geben, dann zählt trotzdem die reduzierte Distanz, egal wann man sie ausbrütet. Also bitte nicht falsch verstehen, ich will diesen Bonus nicht schlecht reden oder Leuten, die gerne brüten, den Spaß kaputt machen. Aber überlegt einfach mal und rechnet euch das durch. In Wahrheit ist es nicht so gut und unterm Strich wären wir viel besser dran mit mehr Fangsternenstaub oder Fang-EP oder was auch immer. Mehr Sternenstaub beim Brüten. Gut, dann noch eine Sache zu den Forschungen, die dann für das Wetter interessant sein könnte. Aber ich erwähne es jetzt schon. Da handhabt das Niantic immer so, wenn man bei einem Pokéstop schon vor Event eine Feldforschung erledigt hat, kann man im Event keine mehr bekommen. Ist jetzt nicht so, dass die Gekkabor-Quest so heftig wäre. Da gibt es nur eben ein paar Bären, Bälle, Sternenstaub. Die meisten finden die sogar schlecht, aber ich queste eben richtig gerne. Und 15 Uhr ist doch spät. Da hat man vielleicht in seinem Dorf schon alle Forschungen dann erledigt. Dann kann man zum Event da nichts mehr machen. Wie gesagt, ist hier jetzt nicht so wichtig. Aber bei dieser Wetterforschung dann, will ich auch nur dazu sagen, wäre vor 11 Uhr, wenn man da sein gesamtes Dorf schon abarbeitet und keine Forschungen mehr zur Verfügung hat, der kann dann um 11 Uhr keine Quests für Loturzel mehr bekommen. So ist es aktuell. Es sei denn, Niantic ändert das noch und resettet die Forschungen zum Beispiel vor Eventbeginn. Das wäre natürlich ideal für einige, aber momentaner Stand der Dinge ist eben genau so, wie ich das gesagt habe.
Gut, Glücksei rein, erste halbe Stunde an meine Freunde. Ich werde in der kompletten Zeit ein Glücksei haben, also gerne das Geschenk öffnen. Wenn ich euch eines schicke, sollte ich nicht genügend selbst öffnen können. Und ansonsten, uns allen viel Spaß und Glück bei der Shiny Gekka-Boy-Jagd. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.